Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance und vielen Dank, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Das wollte ich mal am Anfang gerade mal vorweg vorweg sagen. Einfach mal so, ihr wisst, was ich meine. Also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, wir sind mitten im Gespräch stehen geblieben das letzte Mal, weil die Minuten nur so dahin gerasselt sind beim Spielen und schauen wir doch mal, wie das Gespräch so seinen Lauf nimmt. Wo bin ich? Fragen wir mal das, hm? Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratal. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege schon viel zu lange herum. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Harnusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke ihm mein Leben. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Begib dich nach Pirkstein für eine Audienz bei Herrn Ratzig. Genau, das ist ja derjenige, dem wir noch das Schwert schulden, was wir jetzt leider, Wort, junger Bursch. Leider Gottes verloren haben. Der hat uns aufgenommen. Hey, Jungspund, komm her. Die Rataya Mühler ist nun dein neues Zuhause, stand da oben. Pass etwas besser auf! Neue Aufträge. Falls dein Gegner aus dem Kampf flieht, kannst du ihn verfolgen. Packe ihn zu dir und drehe mit F. Also, mein Freund. Ich bin Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Ja, easy. Wollen wir das machen? Ja. Na schön, was soll ich für dich tun? Nix Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Ja. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Ein bisschen Schwarzarbeit. Das klingt simpel. Bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf ein Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Machen wir das doch. Erzähl mir mehr. Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojcik von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören,
hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Ja, komm, ich mach es. So können wir einen Haufen Geld sparen, weil wir haben sowieso so gut wie kein Geld. Also gut, ich mache es. Machen wir das. Mein Lieber, du hast es Teufelszunge. Wenn du dich anstrengst, kannst du wahrscheinlich sogar Sodomie mit Ziegen schönreden. Vorsichtig, Bürschchen. Also, hier bei der Mühle ist irgendwo eine Schaufel. Wenn's Probleme gibt, komm wieder her. Und hier hast du was, damit es sich besser gräbt. Danke, ich werde es brauchen. Ich kann nicht glauben, dass ich so tief gesunken bin. Ach, und noch was. Hüte dich vom Henker und seinen Tölen. Teuflische Biester sind das, nicht nur die Hunde. Den Hunden kannst du Fleisch hinwerfen, aber dem Henker? Mit dem solltest du dich nicht anlegen. Also, sehr, sehr schön. Wir sind also jetzt nun auf der Mühle vom Paschek. Unser neues Zuhause hier. Wir haben noch ein paar neue Aufträge. Ui. Ein paar sind gut. Wir haben hier ein paar Hauptquests und ein paar Nebenquests. Ah, das ist neu gestaltet jetzt. Vergeltung. Das Erwachen. Ah, hier sehen wir die, wir erledigt haben. Nebenquests und Aktivitäten. Okay. Sehr, sehr schön. Oh, hier sehen wir sie jetzt auch auf der Karte. Oh, das haben sie ein bisschen neu gemacht. Nebenquests. Besorg dir eine Schaufel. Optional. Beschaffe Müller Paschek den Ring des Toten. Optional. Du solltest deine Schulden bei Müller Paschek begleichen, der für deine Behandlung aufkam. Also wir haben natürlich... Ah, wartet mal. Haben wir noch die Sachen im... Nein! Oh, wieso haben wir denn das alles geplündert und so? Und jetzt ist letzten Endes doch alles weg, was wir hatten. Oh, wow! Was ist denn mit unseren ganzen Habseligkeiten? Kannst mir doch nicht sagen, dass das alles weg ist. Die Rüstung und, sehr schön. Hier ist das. Alles nehmen. So. Ich dachte schon, das wäre alles weg. Lesen war im Mittelalter eine seltene Kunst, die ein gewöhnlicher Schmiedesohn nicht besaß. Du kannst ein Buch öffnen und versuchen, die Glyphen zu entziffern, aber letzten Endes wirst du jemanden aufsuchen müssen, der dir zu... Ah, die haben extra an den Büchern das so gemacht, dass wir das nicht lesen können, weil wir ja nicht lesen können. Okay. Welche sehen besser aus? Die sehen besser aus. Biancas Ring noch. Eine Rose. Na, ziehen wir mal die Rüstung an. Was können wir eigentlich mit den Groschen machen? Nicht besonders. Mehr haben wir nicht? Hä? Wir hatten doch viel mehr. Ach scheiße, jetzt laufe ich rum wie so ein Depp. Ach nö. Ach komm, dann warten wir noch. Dann ziehe ich das nochmal aus. Das sieht ja richtig schlimm aus. So, komm. Wow, aber da... Da fehlt dir noch mega viel. Warte, vielleicht hat sie ja noch mehr Kisten da drin. Aber hier ist ja noch mehr. Alles nehmen, hier. So, jetzt haben wir alles. Ich dachte schon. So. Ja, ist jetzt halt befleckt, das Ganze, ne? Aber gut. Mhm. Schuhe haben wir an. Sieht man auch... Ah, da sieht man die Rüstung, genau. Ah, wartet mal, wir können das mal nach Rüstung sortieren. Also jetzt haben wir erstmal ein Schwert, das ist gut. So. Handschuhe. Ne, das ist besser. Sehr schön. Das Schild haben wir das auch noch? Ne, das haben wir nicht mehr. Na gut, okay, das ist nicht so schlimm. Aber wir haben wenigstens schon mal ein paar anständige Kleider an. Das ist doch schon mal gut. Jetzt haben wir hier noch was zum Essen. Ah, wir haben auch Hunger, sehe ich gerade. Oh Gott, wie viel kann man denn hier nehmen? So. Dann lasst mal was essen, ne? Wo haben wir denn Kuchen, Kuchen? Hier. Süßer Pfannkuchen. Ach, scheiße, wir sind noch ein bisschen überladen, sehe ich gerade. Ah, da haben wir auch das Schild, sehr schön. Also, wir müssen was loswerden, schnell. Oh, das Zeug ist so schön viel wert. Ich will es nicht einfach liegen lassen. Schnell nach Wert sortieren. Also. So, jetzt haben wir genug fallen gelassen. Am besten schnellstmöglich irgendeinen Händler aufsuchen, dass wir die Sachen verkaufen können, die wir hier übrig haben.
über haben. Aber wir werden schweren Händler finden, der so viel Geld hat, um uns das alles abzukaufen. Also gut, was haben wir hier? Beschaffen den Ring der Toten. Ah, das ist das hier. Das machen wir ja, ne? Also müssen wir dahinter, gell? Zum A. Nee, das A ist das hier. Ah, das ist beim Herrn Ratzig. Das ist so weit weg? Ja, scheint fast so. Ich tue hier nur einen Marker hinsetzen. So. Ja, nu? Okay. Ich könnte einen Happen vertragen. Ich hab doch erst gegessen. Hä? Was hat denn der jetzt immer noch Hunger? Fettsackel. So. Ja gut, der lag 2 Wochen im Bett. Jetzt ist gut. Tipptopp. Ich nehme an, ein Pferd werden wir bei dem nicht bekommen. Aber wir wollen ja den seinen Auftrag irgendwie erledigen. Dann müssen wir jetzt zu dem Grab und das Grab auch irgendwie. Ah, wir brauchen noch eine Schaufel, stimmt ja. Oder haben wir die noch? Haben wir noch eine Schaufel vom letzten Mal? Ne, die haben wir nicht mehr. Okay, dann müssen wir doch nochmal ganz schnell zurück. Tut mir leid, Leute. Ich habe die Schaufel vergessen. Wenigstens habe ich es jetzt gemerkt. Kennt ihr das? Ihr fahrt irgendwo hin und dann sitzt ihr im Auto und dann habt ihr was vergessen. Nein, das kackt einen so an. Und dann seid ihr überlegen, ja, soll ich jetzt fahren? Soll ich es nochmal holen? Ah, das passiert mir oft, wenn ich zur Arbeit fahre und dann vergesse ich irgendwie so das Handy daheim oder so. Und dann denke ich so, scheiße. Auch wenn ich nur noch im selben Ort bin, es kackt mich dann trotzdem an, nochmal alles zurückzufahren und das dann zu holen letzten Endes. Also eine Schaufel. Nee, das Schloss knacken wir nicht. Das machen wir nicht. Gucken wir mal hier in der Scheune, ob da eine Schaufel rumliegt. Auch nicht. Sei gegrüßt. Das ist ein Klo zum Kacken. Geil. Eine Schaufel. Jetzt suchen wir schon wieder eine Schaufel. Hier oben vielleicht? Ach, geh doch weg. So, hier oben vielleicht? Was los? Was haben wir denn hier? Nee, da ist nichts. Ich brauche eine Schaufel. Ah, hier kann man noch ein bisschen zoomen. Aktivitätengeber. Ah, die geben die Aufträge. Sehr schön. Wenn wir das auch sehen. Aber ich möchte jetzt erstmal trotzdem meine. Ah, da ist eine Schaufel. Perfekt. Ich bin wieder überladen. Wie schwer ist denn so eine Schaufel? Mann. Also kommen hier die Pilze, kommen weg. Was haben wir noch? Hier, den Schnaps, den trinken wir. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt das Grab ausheben. Wir sind auch leicht angetrunken, das sieht man jetzt da unten. Oh. Und danach machen wir uns zum Herrn Ratzig auf, um mit dem zu reden. Frag mich, ob wir einfach mit dem reden können. Oder wie das dann aussieht. Und ich habe gesehen, wir haben auch noch als Hauptquest, dass wir das Schwert irgendwie zurückbekommen sollen. Und da bin ich echt mal gespannt, was sich da noch alles ergibt. Ein Pferd brauchen wir dann auch irgendwann mal. Naja, erstmal tun wir das Grab ausheben. Ist das mitten im Wald oder wo ist das? Oje, wie schön das da aussieht. Die Vögel zwitschern, die Bienenlein summen. Ich frag mich nur. Oh, da kann ich warten. Nee, das wollte ich nicht. Hab mich nur gefragt, ob ich die Kamera auch eigentlich. Ja, was ist das denn? Ah, das ist Schleichen. Haltung, Zirkel, Schuhwerk. Okay, es hängt also auch ganz stark davon ab, was für Kleider wir anhaben, wenn wir schleichen. Hä? Wir müssen durch den Wald, ja? Wieso laufen wir denn so komisch? Na gut, der Boden ist wahrscheinlich relativ komisch. Ah, weil wir besoffen sind, deswegen. Ja, kipp mir nicht um, Bruder. Also ein bisschen mehr verträgst du ja schon, oder? Kann nicht sein, dass du von einem Schnaps hier schnell weg bist.
Oh Gott, der wird ja immer langsamer. Schafft er das, ohne gleich umzukippen? Komm. Inventar aufstehen. Nee, ich dachte, das bringt vielleicht was. Hey. Der ist ja richtig voll. Nee, die sind noch am Schlafen, oder sind die tot? Ich sehe es nicht mehr. So verschwommen alles. Ja, alles cool, Leute. Alles cool. Ich hau ja wieder ab. Was zur Hölle war das? Ich bin's. Als allererstes holen wir den Ring, bevor wir hier mit irgendwelchen Leuten reden. So. Boah, ich kann nicht mal mehr sprinten. Ey, der kotzt gleich. Neuer Kodex-Eintrag, Galgenberg. So. Müssen wir jetzt nur gucken, wo die den begraben haben? Hier, wahrscheinlich. Erstmal gucken, ob hier nirgendwo einer ist. Sieht gut aus. Ich hoffe, wir werden nicht erwischt. Allmächtiger, was für ein Gestank. Wie lange liegt er hier schon rum? Komm, mach schnell. Hier ist nichts. Und was ist mit der rechten Hand? Scheiße, auch kein Ring. Wo zum Teufel ist er hin? Boah, der Gestank, gleich muss ich kotzen. Dafür reiße ich Peschek den Arsch auf. Das war's, oder? Müssen wir wieder zurück? Tatsächlich. Können wir uns dahin porten? Oder müssen wir laufen? Ah ja, schnell reisen. Sehr schön. Na guck mal, die Zeit vergeht aber auch. Bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Also, schauen wir mal. Kein Ring, mein Freund. Viel Gesundheit. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Kann ich dich was fragen? Da war kein Ring. Die Leiche war dort, aber kein Ring. Was zum Teufel geht hier vor? Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, muss ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole? Schlaues Kerlchen. Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Also gut, machen wir das. Ich tu's. Na gut, ich besorg dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Nein, du Hornochse. Das geht auch mit Fingerspitzengefühl. Zaghaft und vorsichtig, wie wenn du eine Jungfrau nagelst. Nee, der soll mir nochmal zeigen, wie es geht, auch wenn wir es schon mal hingekriegt haben. Hab noch nie versucht, ein Schloss zu knacken. Hol mich der Teufel. Wie bin ich bloß an so einen Grünspan geraten? Dann muss ich's dir eben beibringen. Komm mit. Versuche, die Truhe zu öffnen. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Die Klinge nimmst du in die linke Hand und nutzt sie, um den Mechanismus... Hast du's? Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Sonst verkackst du's und musst von vorn anfangen. Du hast den Dietrich abgebrochen. Das Krachen war bis nach Kuttenberg zu hören. Du musst dich vorsehen. Ein erfahrener Wachmann würde dieses Geräusch sofort erkennen. Zeigen, Zeiger. Also das muss hier im Gelben sein und dann dreht man dabei das Schloss. Oha, das ist ja gar nicht so einfach. Das verstehe ich nicht. Ah, man muss das gleichzeitig alles machen. So. Nein, 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 nein. Verdammt, das war knapp. Nochmal. Warte mal. Hier.
komm schon. Ey, will der mich verarschen? So. Ich glaube, ich stelle mich hier so blöd an. Komm schon. Ah, es geht, glaube ich, einfacher, wenn ich in der Mitte bleibe. Der kotzt ja gleich schon wieder unser. Du hast keine Dietriche. Ja und jetzt? Ja. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Dietriche mehr. Hey, Kumpel! Das war's jetzt, oder wie? Hier gibt... Sag das nochmal und du wirst sehen, was du davon hast. Nein, ich will dich ja nicht schlagen. Ich will ein paar Dietriche haben. Ja, okay, ja, wir wissen ja, wie es geht. Ja, aber trotzdem, ohne Dietriche können wir ja gar nicht mehr bei dem Typen dann rein. Ah, so mühsam. Ich dachte, wir haben beim Üben unendlich viele. Ach, Leute. Okay. Ja, ich schau mal da, wie ich das Schloss aufkriege. Warte mal, geht das auch so? Zeig mal hier. Komm mal hier. Steck die Waffe weg, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Okay, ich dachte, man kann es vielleicht mit dem Schwert aufkriegen. Ja gut, okay. Also dann machen wir uns auf den Weg zum Henker und gucken mal, dass wir den Ring dann irgendwie bekommen von dort. Das ist schon da hinten gewesen, gell? Ja. So. Oh, können wir uns auch importen? Nee, das geht nicht mehr. Wir müssen uns mal auf den Weg machen. Jojo. Hi ho. Hi ho. Wir sind beliebt und froh. Dun 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 dun. Hi ho. Hi ho. Hi ho. Hi ho. Haben wir hier noch was? Vielleicht haben wir hier ein paar Dietriche oder so. Nee, auch nicht. Ja, ich frage mich, ob wir jetzt dann danach überhaupt mit dem sprechen können, nachdem wir den Ring geholt haben. Ich kann nicht mal sprinten, weil ich immer noch besoffen bin. Ey, shit, ich hätte den scheiß Schnaps nicht trinken sollen, ganz klar. Was eine schöne Gegend. Also ich mache mich jetzt auf jeden Fall noch auf den Weg dorthin. Und ich denke, dass dann der Part auch ungefähr fertig sein wird. Und dann werde ich danach gerade weiter aufnehmen für den nächsten Part. Jetzt hör doch mal auf, ey, der ist immer noch besoffen. Du entdeckst... Ja, aha, ja, okay. Laufen wir halt schnell hier durch. Das haben wir das letzte Mal ja auch gelaufen. Komm, das schaffst du jetzt wohl noch da hoch. So. Der Weg war hier oben irgendwo gewesen. Gehen wir hier lang. Genau. Okay. Wir sind ja dann auch gleich da. Oder? Ja, wir sind gleich da. Sehr schön. Gut. Leute, dann sage ich an dieser Stelle auch schon langsam mal, lebt wohl. Oder auf Wiedersehen eher gesagt. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Mal eine kleine Abwechslung jetzt zu dem ganzen Action, der in den letzten 2-3 Parts passiert ist. Aber trotzdem immer noch mega geil, die Story. Gefällt mir immer noch. Und ja, ich bin gespannt, ob wir den Schlüssel einfach so bekommen. Ansonsten werde ich ihn mir halt mit Gewalt holen müssen, im schlimmsten Fall. Ist mir doch egal. Oder im allerschlimmsten Fall werden wir halt bei dem Typen halt unsere Schulden einfach mit Geld bezahlen und den Ring nicht mehr besorgen. Aber ich würde schon lieber gern den Ring besorgen, weil so können wir auch das Geld sparen. Okay, und wie gesagt, vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen supportet, indem ihr einfach meine Videos teilt oder mir ein paar nettes Kommentar schreibt oder ein Like, finde ich auch schon toll. Das motiviert mich halt jedes Mal auch wieder, auch wenn ich es jedes Mal sage, ich sag's halt immer wieder gern und genau. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Part ein, wenn es darum geht, herauszufinden, wie wir jetzt wohl den Ring bekommen werden. Genau. Oh, wir sind auch erholt, sehr schön.
Jetzt haben wir Kopfschmerzen, sehe ich da unten. Jetzt haben wir Migräne. Okay. Und an dieser Stelle würde ich sonst sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein, der morgen dann kommen wird, wieder auch um 12 Uhr mittags. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Tag. Ja, danke fürs Einschalten, euer Nier. Ciao.